Heute erklären wir euch, wie man bei uns sich Berichte anzeigen lassen kann. Zum Beispiel über Tagebucheinträge oder über Fehlzeiten. Dies ist vor allem interessant, wenn es auf Konferenzen zugeht. Klicke hierzu auf dem Startbildschirm auf die Rubrik Klassenbuch und anschließend auf die Rubrik Berichte. Wähle die entsprechende Klasse aus, gegebenenfalls auch nur den entsprechenden Schüler, und klicke dann auf den Zeitraum, über den du einen Überblick haben möchtest. Als geeignete Darstellungsform ist Fehlzeiten pro Schüler interessant. Wenn du auf das Adobe-Symbol klickst, bekommst du eine PDF-Version der Fehlzeiten der Schüler, die sich in dieser Klasse befinden. Es liegt an einem selbst, ob man gerne eine stundenweise oder eine tagesweise Übersicht hat. Das kann entsprechend in WebUntis ausgewählt werden. Eine weitere Übersicht befindet sich weiter unten, die der Klassenbucheinträge. Es ist interessant zu wissen, wie viele Klassenbucheinträge ein Schüler bekommen hat. Wähle dazu unter dem Button alle zunächst aus, wofür du dich interessierst, zum Beispiel Hausaufgaben. Durch Klick auf das Adobe-Symbol kannst du dir eine PDF erstellen lassen. Wir sehen zum Beispiel, dass Horst Eckel einmal seine Hausaufgaben im Fach Mathematik vergessen hat. Das war schön.